Und herzlich willkommen zurück zu Battlefront 2 zur Endfolge der Kampagne. Des Kampagnenspiels kann man auch sagen, aber der Kampagne erstmal primär und wir fangen mal an. No tomorrow, men. Today we crush the rebellion once and for all. You know the orders. Destroy the shield generator in preparation for Lord Vader's arrival. Was? Next, focus all efforts on preventing the final transport ship from lifting off. We'll begin by taking over their Outlook command post. Move out. Wie zieht man nochmal? Achso. Ja, das ist jetzt kampagnentechnisch die Endfolge. Ich kann das Spiel gerade gar nicht leiser machen. Moment, da muss ich gerade mal schnell spontan angreifen. Was okay, das ist okay. So, jetzt ist auf jeden Fall ein bisschen besser. Meine Ohren sind gerade fast geplatzt, buchstäblich. Also kam schon richtig Blut aus den Seiten geschossen aus meinen Ohren. So laut war das Spiel, kann man sich vorstellen. Alter, was ist denn da los? Nix. Wie viel Schaden haben wir? Ach, ein bisschen, das hört man auch raus. So, ist hier noch irgendwie Feind? Ich würde gerade schießen. So. Hoppla. Alter, ich wär mal von Zielen raus und dann... Na, wer bist du denn, mein Freund? Und du, Hallöchen, was machst denn du hinterm AT-AT? Boah, das war ein Weitsprung, Alter. Den würde ich mal gerne normal hinbekommen. So. Ja, wir greifen ja die letzte... Wir machen hier die letzte Schlacht. Der Angriff, der letzte Angriff auf den letzten Rebellenstützpunkt auf Hort. Oder Hot oder wie auch immer. Jetzt ist das mal ein Schildgenerator ein bisschen kaputt machen. Oder? Was ist der Schildgenerator? Ne, erstmal den Bunkerbahn und dann den Schildgenerator. Kann ich den schon mal angreifen? Ne, das kann ich nicht. Ja, da fliegen die Funken. So, da war das. Da war das. Oh, wer ist das denn? Treffe ich den? Treffe ich den so? Ne, so treffe ich ihn überhaupt gar nicht. Nee, treffe ich nicht. Komm, die kriegen mich doch eh nicht klein. Oh, so ein Sack. So, was ist denn hier überhaupt los? Die versuchen alles, um da zu halten. Das geht ja gar nicht. Das ist nicht möglich. Da drin, was ist da drin los? Tja. Ah ja, ich werde Battlefront 2 vermissen. Also, ich werde zwar nicht irgendwie aus der Bibliothek löschen oder so, ich werde es einfach vermissen, so die alte Zeit. Denn bald kommt ja Battlefront 3. Da ist eben was Neues auf dem Markt. Ich weiß aber nicht, ob ich es mir holen werde. Ich habe es jetzt so vorgenommen. Das wird ja kein Klassensystem mehr geben und es wird... Zwar auch Waffenaufsätze geben, auch wenn es nur Visiere sind. Meiner Meinung nach, ich bin ein großer Star Wars Fan. Und meiner Meinung nach wird das kein richtiges Battlefront, also kein, nicht mal richtiges Star Wars wahrscheinlich. Auch wenn
EA sagt, das soll überhaupt gar nicht wie Battlefield werden. Kann es natürlich immer so ein bisschen was an. Ich meine, es ist immer so ein bisschen was drin von der Entwicklung her. Das heißt, es wird irgendwie doch so engine-technisch auf jeden Fall bestimmt wie Battlefield werden. Weil hier neue Engineers zu entwickeln ist, glaube ich, ja weniger, dass die es machen. Geld hätten sie zwar, aber man kennt inzwischen auch die Spielindustrie. Gestern habe ich mich mal wieder in Battlefield 3 probiert und ganz ehrlich, so schlimm wie gestern lief es wirklich noch nie. Noch nie. Und man sieht schon, dass EA irgendwie nichts mehr dagegen unternimmt. Und das unsere. Also zumindest meiner Meinung nach, sehe ich nicht wirklich, dass EA was gegen unternimmt. Es wird im Gegenteil nur noch schlimmer. Und ich weiß da gar nicht, ob da wirklich was gemacht wird oder ob es nicht... Ich meine, das ist ja dann umso schlimmer, wenn EA dagegen was macht und es ja noch schlimmer, also letztendlich noch weniger bringt. Man sieht schon wirklich, es gibt Battlefield 4 dazwischen, Battlefield Hardline, und inzwischen sieht man, ist zwar noch sehr voll, Battlefield 3 ist noch eins der meistgespieltesten Spiele mit der EA-Serie, aber... Hoppla. Ja, wohl nicht hinter fest. Aber man sieht wirklich, dass auch das Spiel vernachlässigt wird. Das bringt gleich auch gar nicht, obwohl es geht. Mit der Raumschließung bringt es relativ was. Na geil. Alter, das. Was ist denn da los, Alter? Das Ding, das. Läuft doch gerade richtig scheiße. Ja, jetzt beginne ich die Aufnahmesession. Jetzt beginne ich. Hab erstmal richtigen Knüller rausgesucht. Oh, jetzt super. Sequenz, die gar nicht kam. Weiß gar nicht, ich hab das Spiel nochmal neu installiert und. Ja. Maul. Ich hab das Spiel neu installiert und inzwischen geht noch weniger als vorher. So, ich hätte aber eventuell. Na. Okay, es wird auch keinen Abspann geben, das wird das Problem sein. Das heißt, ich werde danach wahrscheinlich ein paar Mods installieren und mal schauen, was sich so machen lässt, was ich so zeigen kann. Wo ist das denn gerade? Hier unten in der Zwischenzeit, ich versuche mir noch hier hochzulaufen. Das Ding ist ja auch so arschlangsam. Ich habe mich was über die Grunddaten informiert. Und das sollte 60 km/h laufen. 60 km/h. Also eine sehr schnelle Geschwindigkeit. Aber ganz ehrlich, das Ding läuft 5. Also da bin ich schneller, wenn ich rückwärts im Liegen laufe. Ergibt zwar keinen Sinn, aber... Es ist eine Tatsache. Der ist nicht getroffen. Ah, Maul halten. Uah, was ist das denn? Die Steuerung ist doch plötzlich ganz empfindlich. Ich weiß auch gar nicht wieso. Was macht denn das Ding, Alter? Ich drück auf W. Und der läuft irgendwie schräg. Komplett, wo ich nicht hin will. Ja, ich treffe super viel.
Ja, boah, erstmal ein Triple Kill. Ist super. Das Gute ist, hier ist so ein richtiger mobiler Respawn. Und, oh, das Ding ist gerade noch 12. da. Da repariert aber jemand. Gut, das ist schön. Gefällt mir. Aber ich muss dann später sowieso noch was Kleines machen. Wahrscheinlich. Das kann ich eigentlich jetzt schon mal was tue ich, Alter? So, das kann ich jetzt schon mal verraten. Ich werde nämlich im Juni. Ja, im Juni. Was, Alter? Jetzt nochmal. Alter, ich habe ein bisschen nach unten gedrückt. Super, läuft halt bei mir. Permanent, lief auch gestern bei mir. Ach, wir haben noch 58 Mann, das schaffen wir noch. Außer dann, wenn wir es nicht mehr schaffen. Wenn wir runter auf 20 Mann sind, wird schon langsam eng. Da werden sie natürlich nicht so permanent rumsnipen würden. Da kommt so ein ganz normaler Schlauchsoldat. Verstehst du jetzt? Jetzt mache ich Stress. Wow, bisschen verfehlt. Na. Ah, oh, das gibt's doch nicht. Wo denn die Oma? Da hat eine Oma. Hier, Quickscope. Nicht mal. Funktioniert super. Hier. Boah, ich kann gar nicht snipen. Was ist denn das? Das Geschütz ist auch für den Arsch. Vor allem, die klingen wie so eine abgestochene Mickey Maus, Alter. Töt mal so eine Sniperin, Alter. Die klingt wie ein abgestochener Mickey Maus. Oh. Hier! Bitte was? Ach, danke. Alter, wenn das jetzt so. Alter, diese abgestochenen Mickey Maus Geräusche, ne? Ich frag mich, wo die es aufgenommen haben, irgendwo im Disney Studio. Die haben schon gewusst, dass Disney Star Wars aufkaufen wird. Jetzt kommt jemand in der Wadda. Der reißt es schon um. So, das letzte Mal, als wir einen Vater benutzt haben, lief es dann nicht so geil. Und mit dem kann man auch gar nicht lenken. Scheiß Mickey Maus. So, hier wirst du natürlich den Weg noch. Ja, hier auf der Brücke, Alter, da habe ich schon so oft den Tod gefunden. Ja, natürlich! Turn around! Schieß mich ab, genau! Ja, das sind typische Rebellen. Rebellen sind wie Kinder. Verstehst du? Allein kriegen sie nichts geschossen. Dann stellt sich jemand in Gruppen auf. Und dann kriegen sie auch teilweise gar nichts geschossen. Hier. Boah, die Sniper ist auch so abgrundtief. Ja, es kommt doch eh keine Sequenz. Natürlich. Launch a
Ich muss nochmal zurückrennen, ich habe vergessen, die Bombe mitzunehmen. Was ist, Alter, was ist das denn? Siehst du die, Alter, wie die hier alles usen? Alter, das gibt's doch nicht! Ich bin nicht auf gebraust. Aber ich muss jetzt nur wissen, einen Weg finden, wie ich da hinten aufräumen kann, ohne 80 mal wegzusterben. Ich würde sagen, ich hau erstmal da die Geschütze weg. Und das spawnt natürlich am Geschütz. Wow, Alter. Was wird das denn, Alter? Alter, siehst du hier den Beschuss? Ja, die könnten so einen nächsten Weltkrieg eröffnen. Boah, ich muss da... Alter, das... Siehst du hier, wie dann auf einmal so 1000 Schüsse incoming sind? Das ist nicht mehr feierlich, Alter. Das ist doch nicht mehr feierlich. Ganz ehrlich, ich wollte ja mit einer AT-ATs durchbrechen und hier einfach das Ding weghauen. Und stattdessen lasse ich mich hier weghauen. Was machen die? Campen hier rum. Natürlich, Alter, ich bin wieder fast tot. Das ist doch unfassbar. Und da macht ein One-Hit mit der Knarre. Ey, das ist... Sagen Sie mich mal lustig, Alter. Boah, ich bin da durchgerannt. Ja? Ja, ich bin da durchgerannt. Und mein halbes Leben ist dann schon meistens weg. Ich bleib doch stehen. Ich komm mit Dory nicht weg, Alter. Schau mal, was da los ist. Kommt so eine scheiß Oma. Mit einer Pistole und denkt, die kann mich hier weg. Alter. Wo schock ich jetzt? Ja, schock ich daran fest. Das gibt's doch nicht. Wo bin ich jetzt? Durch was? Alter, das schaffe ich doch niemals. Das ist unmöglich. Ah, geil, ich spawn mitten im Beschuss, ey. Das ist ein Traum. Natürlich. Da snipen sie mich einfach im Stehen weg. Ey, die brauchen ja nicht mal Quickscope und ich bin schon tot. Man kann auch die Kackbombe. Natürlich. Das überlebt die Bombe nicht. Schaut, da unten geht's ab wie eine Atombombe, Alter. Ja. Abgeschlossen? Lol. Das Ding war doch schon die ersten 3 Sekunden zur Hälfte im Arsch. Was? Gerade stand abgeschlossen? Ich bin verrückt! Alles in Ordnung. Ich reg mich nicht auf. Ich kann diese Scheiße nicht ab. Ach, bis gleich. Ich bin dafür nicht geboren. Ja, halt's Maul, Alter, halt's Maul. Ich kann nicht... Hier. Ich kann die nicht hören, Alter. Ich bin jetzt so aggressiv. Ich hab da ausgeschalten, Alter, du! Da tritt sie wieder hoch. Wo ist meine Maus? Ich bin nicht aggressiv.
Ey, danach muss ich noch Forest aufnehmen, was ist das? Ich werd nicht alt, ich reich Rente ein. Boah, am meisten hack ich diese Frauen aus. Was? Ich hack die Frauen weg, Alter. Ich hack alle Frauen weg. Ey, in Star Wars, die Frauen sind einfach... Das ist einfach solche Stück Scheiße. Jede Frau in Star Wars ist einfach ein Stück Scheiße. Hier, ich hau nochmal, ich halte nochmal rein, damit ich ja die nicht respawn. So, was willst du? Oh, das sind sie. Alter, fress dich! Ich bin gar nicht aggressiv. Was will der? Hat der was geschluckt oder wie? Natürlich. Natürlich, woher das jetzt, Alter? Weil auf einmal so ein Luftschlag, so ein Airstrike auf mich. Natürlich, wieder eine Sniper, Alter, wieder eine Sniperfrau. Ey, ich krieg Herpes bei denen. Wieder eine Snap. Ich sag ja, die Frauen in Star Wars ist das Schlimmste, was es geben kann. Da fällt schon wieder mein halbes Leben, Alter. Ich kann mich hinten verstecken und die snappt mich noch weg. Ah, gut, der redet nicht mehr, Alter. Das ist ein Traum. Der will's wissen, kann das sein? Hier. Ja, was ich vorhin sagen wollte, ich habe nämlich im Juni was Kleines geplant, und zwar einen kleinen Ausflug. Und da werde ich meinen ersten Vlog machen. Wahrscheinlich. Bin noch nicht sicher, aber es ist wahrscheinlich, zumindest bin ich in einer Woche nicht da. Und da werde ich noch alles voraufnehmen. Ich freue mich schon drauf. Und so super, weil ich da eben dann die ganze Nacht durchmachen werde. Und... auf der Fahrt verpisse ich mich dann ins Reich der Träume, wie man so sagt. Und da muss ich dann extrem voraufnehmen. Ich weiß noch gar nicht, was ich da alles voraufnehmen muss. Was auf jeden Fall dazu zählen wird, ist der Forest. Vielleicht dann wieder Minecraft, je nachdem, wie das läuft. Im Moment ist ja in Minecraft eine kleine Pause angelegt, eine Frühlingspause. Und die habe ich eingelegt, einfach auch immer die Vorbereitung für Minecraft und dann auch alles. Minecraft ist generell das anspruchsvollste Let's Play und ironischerweise auch das längste, was ich bereits führe. Weil auch jeder Minecraft Let's Plays macht, und da habe ich gedacht, mache ich auch mal welche. Ich meine, macht jeder. Nee, ist einfach ein Spiel, das packt mich schon seit dem Release, also seit der Alpha. Und ich bin da nicht so schnell durch, das heißt, ich brauche wirklich lange, um etwas zu machen, und ich spiele es auch wirklich auch sehr gerne, nur gerade ist wirklich halt sehr anstrengend, und die ganze Vorbereitung dafür geht so nicht. Die ganze Vorbereitung dauert eben auch ein Stückchen. Ich glaube, hier kann ich da aussteigen und zu Fuß gehen. Und da oben sehe ich doch wieder eine Sniperfrau, Alter. Ich sehe die schon. Thank you.
Ja, komm. Komm, stepper endlich mal. Und ich sehe da schon wieder, dass die Frau mich da wegsniped. Ich. Hat er immer die Frauen? Was ist denn hier los, Alter? Besteht die gesamte Rebellion nur aus Frauen? Ich kann noch 10.000 Mal nachladen. Das ist. Ist eine Frau? Nee. Oder? Du hast es gar nicht. Ich werde dein Briefing auch gar nicht sehen. Natürlich. Natürlich, da kommen die. Was ist denn hier los, Alter? Was haben die denn geraucht? Was haben die... Wo spawnen die denn hier noch? Das geht doch gar nicht. Das ist unmöglich. Die dürfen gar nicht spawnen. Das dürfen die nicht. Das ist mein Kommandoposten. Was spawnst du hier? Was? Ey, das ist... Das Spiel geht mir langsam, ey. Das war früher mein Lieblingsspiel. Ist immer noch mit 1 mein Lieblingsspieler. Ich spiel's ja nicht mehr so oft, ich sag mal so, dass wenn man seine paar Stunden, ich nenne mal keine direkte Zahl, zum einen weil ich nur in Jahre sagen kann und zum anderen weil ich nicht genau weiß, wie viele Stunden ich tatsächlich gespielt habe. Ich habe auf jeden Fall einiges hinter mir und ich und diese Sequenz, die gar nicht da ist. Ich weiß nicht wieso. Ich habe auch kaum noch Leben. Was machen die, Alter? Die fliegen gegen mich oder was? Langsam reicht's auch mit denen, kann das sein? Die werden immer aggressiver. Aha. Weiß Bescheid, ich zoome nur rein und raus und es macht anscheinend einen riesigen Unterschied. Ich kann auch auf der Stelle sofort wenden, ist kein Problem für den. Ich versuche dann einfach nur wild rein. Was machen die denn, Alter? Ich erwische die trotzdem, das können sie vergessen. Bäm. Ich muss das Display im Auge behalten. Das hat schon ein bisschen enger von der Truppenanzahl. Ich könnte auch vor allem tagelang reinheizen und die hätten immer noch unbegrenzt Leute. Ja, schau mal, was da drin los ist, Alter. Sag ich ja. Das sind wie Kinder. Die sind einfach auf den Haufen alle. Weil sie einzeln nichts drauf haben. Ja. Alter, wie die das snipen sofort, ne? Das. Als würde man Call of Duty spielen.
Ist leider eine wahre Geschichte und auch leider eine... Ist leider auch eine Wahrheit. In COD snipen eigentlich fast alle. So, jetzt überlebt er, war da ein bisschen... Wieso nicht einfach am nächsten Punkt spawnt? Nee, am AT-AT. Ist die ganze Zeit wahrscheinlich mitgefahren. Na. Der kann auch nicht mehr viel so, glaube ich. Im Alter kommt's halt auch... Im Alter, wenn man so langsam Verstand und so verliert, verliert man auch die Fähigkeiten. Fällt man auch halt die Fähigkeiten, richtig zu schlagen. Wie mache ich das hier? Ich finde schade, dass er so eine fette Pause macht, wenn er schlägt. Die gerade ernsthaft versucht noch... Halt's Maul! Was? Hat die gerade ernsthaft noch versucht, im Nahkampf mich wegzusnipen? Super Sequenz, kurzes Schwarzbild. So geht das. Alter, schnell vor mal, dich würde echt so ein Minigun abballern, du wärst man wäre instant tot. Ich habe wieder das Ding vergessen, ich wollte wieder ein bisschen aufräumen. Ach, kann man vergessen, Alter, aufzuräumen, das ist unmöglich, die respawnen sofort instant nach einer Sekunde, und ich sag das Wort instant wird sehr oft. Weil die auch einen instant killen. Und weil die auch instant respawnen, die machen alles instant. Wer bist du, Alter? Scheiß Schlumpf. Schau mal, ich bin wieder fast tot, Alter. Was ist das? Was ist das denn? Ich hab gefragt. Was? Ey, langsam. Ja, jetzt rennen sie mir in den Spawn rein. Ja, glaubt's denn, Alter? Rennt mir in den Spawn. Alter, das ist doch niemals auf normal. Vor allem, es gab damals ja noch mal eine Leichtstufe und jetzt einfach normal und schwer. Ey, schwer will ich, wenn das normal ist, dann will ich schwer gar nicht probieren. Wenn das normal ist, dann sage ich, ich hab einen an der Klatsche. Wer schafft das denn? Warte, wer stirbt denn hier nicht die permanent die ganze Zeit? Meine ich ja. Ich kann hier gar nichts machen, ist. Ich kann hier nichts an. Also ich könnte. Im Spawn werde ich bereits weggeklappt. Achtung, die Scheiße richtet sich aus. Natürlich, das Fick-Ding ist natürlich weggeportet. Ey, ich hab schon wieder 10 Mann verloren, Alter. Und du... Verpiss dich. Klar, dass immer statt auf das Schiff auf die Leute schießen würdet. Nö. Man muss ja auch permanent in Bewegung bleiben, Alter. Das überlebt man doch nicht. Was ist denn hier los, Alter? Hier, Landminen. Landminen! Ich dränge mich noch ein bisschen weg.
Alter! Alter, du Ausgeburt! Alter, die Höllengeburt schränkt mich hier weg! Ey, langsam wird's echt kriminell. Sister, ich bin still! Ich will das Geschütz wieder verarschen. Und da bleibt er oben natürlich hängen. Gut! Hä? Was? Alter! Ich kann mich auch gar nicht wehren oder so, Alter. Das ist... Durch was? Durch was? Ich habe verloren wieder. Und wieder instant weggeschossen, natürlich. Glaub's selber. Hä? Geh doch an, Alter. Alter, ich werde da nicht alt, ganz ehrlich. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr, Leute. Ich glaube, die Folge geht schon über 30 Minuten, ich bin nicht sicher. Auf jeden Fall, bis zur nächsten Folge. Wiedersehen. Bin nochmal wieder da. Hier ist nochmal das Schönste am Spiel, der Abspann. Eigentlich mag ich das Spiel, aber heute, letzte Zeit überhaupt, seit dem Todesstern ist das einfach voll komisch. Das ist, ich weiß gar nicht. Einfach krass. Ey, krass, Mann. Ist einfach krass, was... Ich will... Vielleicht noch nicht. Boah, Alter, ich bin froh, dass ich's durch hab. Ich mach erstmal eine kleine Pause von Battlefront. Ich weiß nicht, vielleicht tue ich noch mal ein paar Modmaps zeigen. Oder sonstiges. Ich bin mir da nicht sicher. Schreibt's auch in die Kommentare, ob ihr noch ein paar Maps sehen wollt, ob ich ein paar präsentieren kann. Und so weiter, ob ich vielleicht mal Multiplayer spielen soll, die ich noch mehr verkacke. Oder sonstiges. Ich frag mich, welcher Planet das OT ist. Ist das hier Kamino oder Naboo? Den wir sehen? Diesen Planet hier? Diesen Achtelplanet? Bin das da oben? Eine Galaxie oder was? Ach ja, ich werde da nicht alt. Vielleicht kann ich auch mal ein bisschen Galaxieseroberung spielen. Yay, noch mehr Spaß. Könnte ich tatsächlich mal machen. Auf jeden Fall ist es nicht die letzte Battlefront-Folge. Fürs Erste vielleicht, aber für die nahe Zukunft vielleicht nicht unbedingt. Und für die Zukunft, man kennt's ja, die Zukunft der Zukunft ist die Zukunftszukunft. Und da spiele ich vielleicht auch mal noch Battlefront. Ich weiß gar nicht, vielleicht mache ich 1000 Folgen, wer weiß. Ist ja wie viel, die 10. vielleicht? Ja, es ist auf jeden Fall eine tolle Story, muss man sagen. Die Geschichte ist super.
Und die Spielzeit ist auf jeden Fall auch sehr gut. Mit den meisten Spielen ist man wirklich schon in 2 Stunden durch. Oh. Oh. Hier sieht's langsam nach dem Ende aus. Bin mir auch nicht sicher. Hier, Herr Wissen Deutsch. Bester Name. Weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Ich bin fast schon so geflasht von diesem Abspann. Und, was soll ich sagen? Kirk Foster ist auch meiner Meinung bestimmt. Oder Johnny Weiss. Vielleicht auch Kip Banier. Banier? Oder Orion Tiller. Oder Orion Kellogg. Der hat bestimmt ein paar Cornflakes erfunden, wer weiß. So, zu dem Verdienst noch mal im Entwicklerteam von Battlefront 2 zu arbeiten. Ist bestimmt schlecht. Muss jetzt sich vorstellen, damals, das war 2004, wann es released wurde. Da waren es auch wirklich so viele Leute. Heute stellen 2 bis 3 Mann bereits ein ganzes Spiel auf. Teilweise sogar einer. Aber wirklich, so eine kleine Gruppe von höchstens 5 Mann kann wirklich schon so ein Spiel entwickeln. Was ich sehr lustig finde, 11 Jahre später. Wird's einfach um die 100 Mann wird's einfach um 100 Mann mindestens verkürzt, weiß ich nicht inzwischen wie viele es sind. Ich weiß noch, in GTA San Andreas ist er im selben Jahr rausgekommen. 2004 war anscheinend ein riesiges Jahr, war glaube ich ein riesiges Jahr für Spiele. Genau wie 2013 glaube ich war das, 2013 müsste auch, eigentlich auch so ein Spielejahr. 2014 dann inzwischen auch nicht mehr so. Und damit meine ich also für wirklich einzige, also nicht einzige, sondern für wirkliche Spiele. Also jetzt nicht Battlefield oder Call of Duty oder Assassin's Creed, da kommt ja jedes Jahr ein Teil raus, teilweise jedes halbe Jahr. Ja, jetzt hier der Cast. Statistik oft. Schön. Hier, Matt Lucas hat Anakin Skywalker gespielt. Und Scott Lawrence kennt man ja auch noch aus dem Film. Darth Vader. Mit der Originalstimme fand ich richtig mega. T.C. Carson hat Mace Windu gespielt. Und, ach, Tom Kane, Imperial Officer und, also einen dritten Imperial Officer und Yoda. Passt zwar eigentlich gar nicht so zusammen, aber ist halt so. In San Andreas beispielsweise, da hat der Abspann, glaube ich, 1/4 Stunde gedauert. Aber das war auch, ist auch ein riesiges Spiel. Die Welt ist unermesslich groß, die Story ist unermesslich lang. Also ich glaube, mein Rekord, San Andreas durchzuspielen in 3 Tagen, wird ungefähr je 8 bis 10 Stunden Spielzeit. Ist eine Menge, also da, das ist echt eine Menge. Inzwischen braucht man wirklich für ein Spiel 3-4 Stunden. Also kann man sich hier mal spontan so hinsetzen und das durchspielen. Meistens so bei großen Sandbox-Games braucht man ein bisschen länger. Ja, Entschuldigung, ich war einfach gerade müde. Das ist bei mir um 9 am Abend. Also noch früh am Abend, Partyzeit. Ich bin gerade mal 10 Stunden auf. Ich bin relativ spät aufgestanden. Genau wie gestern. Aber ich brauche auch den Schlaf richtig. Und ich muss jetzt auch wieder extrem vorproduzieren, weil die ganze Woche nichts aufgenommen werden kann.
Aus speziellen Gründen. Also jetzt bei mir die nächste Woche, wenn die Folge rauskommt, ist wahrscheinlich bereits diese Woche. Ich kann hochladen vielleicht in der Woche, aber hier jetzt im Gedenken an alle, die bei der Entwicklung des Spiels einfach gestorben sind, und ein sehr besonderes Dankeschön an George Lucas, auch von mir, der sich bereits an den paar Milliarden ergötzt, die er für Star Wars bekommen hat. Ja, und mein Spiel ist abgeschmiert, mega. Ihr seht jetzt Schwarzbild, ich sehe jetzt gleich einen Taskmanager, der mir hilft, das Spiel zu beenden. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, im nächsten Let's Play wieder. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Hello Paddy hier. Task beenden. Ja, beenden. Wo ist jetzt die Maus? Hallo? Schließen.